A. Hey Dom, wie geht es dir? B. Mir geht es gut, danke. Und dir? A. Auch gut, danke. Was hast du vor, nachdem unser Deutschkurs zu Ende ist? B. Ich hatte die Idee, dass wir zum Abschluss ein Picknick im Freien veranstalten könnten. Was hältst du davon? A. Das ist eine tolle Idee, aber wann und wo sollen wir uns treffen? B. Wie wäre es nächsten Samstag? Wir könnten uns im Stadtpark treffen. Dort gibt es eine schöne Wiese, auf der wir das Picknick machen können. A. Das klingt super. Wie kommen wir am besten dorthin? B. Der Stadtpark ist recht zentral gelegen. Wir können entweder mit der Straßenbahn oder zu Fuß hingehen. A. Gute Idee. Dann können wir die Natur genießen, während wir hingehen. B. Was sollten wir zum Picknick mitbringen? A. Ich denke, jeder könnte etwas zu essen und zu trinken mitbringen. Vielleicht könnten wir auch Spielzeug für draußen, wie Frisbees oder Bälle, mitbringen. B. Das klingt nach einer tollen Idee, aber ich hatte noch eine Überraschung im Sinn. Ich habe einen Musiker eingeladen, der während des Picknicks für uns spielt. A. Oh, das ist wirklich eine Überraschung. Welcher Musiker kommt denn? B. Es ist ein lokaler Gitarrenspieler, der hauptsächlich Coversongs spielt. Ich denke, er wird eine großartige Ergänzung zu unserem Picknick sein. A. Das hört sich fantastisch an. Ich freue mich schon sehr darauf. Sollen wir dann sagen, dass wir uns um 12 Uhr im Stadtpark treffen? B. Das klingt nach einem guten Plan. Ich werde allen Bescheid geben und sicherstellen, dass der Musiker auch pünktlich dort ist. A. Perfekt. Das wird ein toller Abschluss für unseren Deutschkurs. A. Hey Dom, wie geht es dir? B. Mir geht es gut, danke. Und dir? A. Auch gut, danke. Was hast du vor, nachdem unser Deutschkurs zu Ende ist? B. Ich hatte die Idee, dass wir zum Abschluss ein Picknick im Freien veranstalten könnten. Was hältst du davon? A. Das ist eine tolle Idee. Aber wann und wo sollen wir uns treffen? B. Wie wäre es nächsten Samstag? Wir könnten uns im Stadtpark treffen. Dort gibt es eine schöne Wiese, auf der wir das Picknick machen können. A. Das klingt super. Wie kommen wir am besten dorthin? B. Der Stadtpark ist recht zentral gelegen. Wir können entweder mit der Straßenbahn oder zu Fuß hingehen. A. Gute Idee. Dann können wir die Natur genießen, während wir hingehen. B. Was sollten wir zum Picknick mitbringen? A. Ich denke, jeder könnte etwas zu essen und zu trinken mitbringen. Vielleicht könnten wir auch Spielzeug für draußen, wie Frisbees oder Bälle, mitbringen. B. Das klingt nach einer tollen Idee, aber ich hatte noch eine Überraschung im Sinn. Ich habe einen Musiker eingeladen, der während des Picknicks für uns spielt. A. Oh, das ist wirklich eine Überraschung. Welcher Musiker kommt denn? B. Es ist ein lokaler Gitarrenspieler, der hauptsächlich Coversongs spielt. Ich denke, er wird eine großartige Ergänzung zu unserem Picknick sein. A. Das hört sich fantastisch an. Ich freue mich schon sehr darauf. Sollen wir dann sagen, dass wir uns um 12 Uhr im Stadtpark treffen? B. Das klingt nach einem guten Plan. Ich werde allen Bescheid geben und sicherstellen, dass der Musiker auch pünktlich dort ist. A. Perfekt. Das wird ein toller Abschluss für unseren Deutschkurs.